Ja, 1:2 Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf hier bei uns in der MDCC-Arena. Bei uns steht unser Mittelfeldspieler Conor Krempicki. Conor, unsere Szene des Spieltags, dein Anschlusstreffer zum 1:2 natürlich. Erzähl mal, beschreib mal die Szene aus deiner Sicht. Ja, wir haben richtig gut rausgespielt in der Szene, glaube ich. Dann habe ich gesehen, dass vorne eine Lücke war, bin einfach durchgesprintet. Jason hat es überragend gesehen. Ich habe mir gedacht, komm, fass den Herz in den ersten direkt, dass er dann so reingeht, ist natürlich super. Am Ende war es dann doch eine Heimniederlage hier heute gegen Düsseldorf. Wie lautet dein Fazit der Partie heute? Ich glaube nicht, dass wir verdient hatten zu verlieren. Wir haben, fand ich, schon ein gutes Spiel gemacht. Ja, hinten die Fehler müssen wir abstellen. Hatten wir jetzt schon in den Partien davor auch schon. Aber ich denke, das wird spätestens nächste Woche besser sein. Und dann werden wir die 3 Punkte einfahren. Hat auch gut reingekommen in die Partie in der ersten Halbzeit, hat auch gute Chancen in der Anfangsphase. Hätte man da auch schon direkt in Führung gehen müssen, hier gleich das 1-0 vorlegen müssen? Oder? Ja, ich denke, mit ein bisschen Quäntchen Glück machen wir da schon das Tor. Allein wenn ich dran denke, wo Jason schießt und der Ball prallt vom Torwart einen Zentimeter von mir am Kopf vorbei. Also, normalerweise geht er rein, dann führen wir da schon, machen das Spiel dann mit einer Führung, gehen wir dann, können wir unseren Stiefel runterspielen. So ist natürlich schade. Gleich nach der Pause dann mit dem ersten Angriff von Düsseldorf ja dann das 2-0 schon von den Gästen. Dein Tor hat dann nochmal ein bisschen Schwung reingebracht. Ihr habt dann auch ein bisschen auch Druck gemacht, so bis zum Ende auf den Ausgleich. Warum hat es dann nicht mehr für mehr gereicht heute? Ja, ich glaube, erstmal hat man gesehen, auch wenn wir dann 2-0 in Rückstand geraten sind, haben wir an uns geglaubt, haben weitergemacht, haben dann das 2-1 gemacht, haben dann nochmal Vollgas gegeben, waren vielleicht ein bisschen zu unruhig in manchen Situationen, weil wir dann unbedingt wollten. Aber wie gesagt, man hat gesehen, wir wollten unbedingt und ja, ist schade gewesen. Und auch wieder überragender Support der Fans heute. Über 22.000 Fans waren heute wieder da, war zeitweise richtig laut, stimmungsvolle Atmosphäre. Ein paar Worte nochmal zur Atmosphäre heute hier. Ja, was soll man da sagen? Fans hier sind einfach überragend. Was sie jedes Wochenende oder jedes Heimspiel hier abreißen, das ist Weltklasse. Haben uns heute auch wieder getragen. Schade, dass wir hier nicht mit dem Heimsieg die Fans belohnen konnten. Blicken wir noch mal kurz voraus. Nächste Woche unser erstes Auswärtsspiel der Saison beim KSC dann nächsten Sonntag. Was wird uns da erwarten? Ich weiß noch gar nicht genau, was uns erwarten wird, aber ich gucke eigentlich immer erstmal auf uns. Wir müssen unsere Idee wieder auf den Platz bringen und dann machen wir das Spiel. Alles klar, Conor. Danke für deine Zeit. Bis später. Danke, danke.